Die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden hat einen neuen Gast, besser gesagt einen Praktikanten, und zwar einen aus Deutschland. Und zwar ist das der Tobias Kalbach. Er ist Oberpolizeimeister, macht jetzt aber noch eine Ausbildung zum Kommissar. Und für das macht er jetzt ein Praktikum bei der Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden, um eben mal schauen, eigentlich, wie die Schweizer Polizisten arbeiten. Ja, und im Moment ist er nicht gerade auf Patrouille, sondern im Büro. Das hat jetzt aber nichts irgendwie mit Evi, mit dem Sturm zu tun, sondern weil es gibt halt bei der Polizei auch ganz einen Haufen Sachen, um im Backoffice, also im Hintergrund, noch zu arbeiten. Und da ist jetzt der Marcel Wehrlin und eben der Praktikant von der Kapo Appenzell-Ausserrhoden, der Tobias Kalbach. Herr Kalbach, jetzt sind Sie gut eine Woche im Praktikum hier im Appenzellerland. Wie gefällt es Ihnen? Also bisher sehr gut. Ich bin von den Kollegen hier sehr freundlich aufgenommen worden, sehr engagiert aufgenommen worden. Ich habe bisher in die meisten Abteilungen einen Einblick gehabt und mir gefällt es wirklich sehr gut bisher. Wie kommt man darauf, um in der Schweiz ein Praktikum als Polizist zu machen? Ich studiere gerade an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen und wir müssen da ein halbes Jahr Praktikum absolvieren. Und im Rahmen des Praktikums gibt es die Möglichkeit, Auflandsaufenthalte zu absolvieren in verschiedenen Ländern. Und ich persönlich arbeite im Polizeipräsidium Tuttlingen, das ist relativ grenznah. Und da dachte ich mir, es schadet bestimmt für den weiteren Dienstverlauf nicht, wenn ich da mal ein bisschen Kontakte in die Schweiz knüpfe. Also das heisst, man könnte sich dann eben mal zusammenarbeiten oder unter Umständen muss man mal zusammen arbeiten, darum auch. Ja, genau. Also ich denke gerade in der heutigen Zeit, Digitalisierung, Globalisierung, die Kriminalität bleibt auch nicht auf nationaler Ebene. Und ich denke, da muss die Polizei dann auch schauen, dass sie eben internationale Beziehungen pflegt, um eben den Kriminellen beizukommen. Was haben Sie jetzt für Erkenntnisse schon geschlossen oder herausgefunden in dieser Woche? Haben Sie da absolut Neues gelernt? Nein, absolut Neues gelernt nicht, weil ich denke, die Polizeiarbeit in Deutschland und der Schweiz ist vergleichbar im Kern. Es gibt natürlich gerade von der Gesetzgebung vorgegebene Unterschiede im Bereich Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeiten anzeigen und auch denke, Administration. Mein Präsidium ist etwas größer als das Kanton Appenzell-Ausserrhoden, von daher ist natürlich personell auch etwas größer Apparat bei uns. Aber ich denke, die grundsätzliche Polizeiarbeit und auch wie es in Administration und Verwaltung aussieht, ist gleich. Es gibt dann kleine Unterschiede vielleicht und genau deswegen bin ich da, dass man vielleicht auch Anregungen holen kann. Aber jetzt ist ja so, die Schweiz hätte noch grössere Polizeikorps, wie sage ich jetzt Zürich oder St. Gallen. Warum entscheidet man sich für Appenzell-Ausserrhoden? Genau, wie gesagt, ich komme aus dem Polizeipräsidium Tuttlingen und das ist ein sehr ländlich geprägtes Polizeipräsidium und mein Dienstort hat ungefähr die Größe vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden, also das Revier innerhalb des Präsidiums. Und daher finde ich es sehr gut, dass ich hierher gekommen bin, einfach weil es dann natürlich wirklich vergleichbar ist. Auch mit der Einwohner und mit der Größe, Quadratkilometer, ist das sehr vergleichbar. Sie sind schon auf Patrouille gewesen. Wie haben die Appenzeller auf Sie reagiert? Am Anfang kamen relativ viele Fragen, tatsächlich. Allerdings waren sie immer sehr freundlich und haben auch gut reagiert. Ich habe es den meisten erklärt oder viele waren auch interessiert und eigentlich nur positive Resonanzen bekommen. Jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Tagen kamen dann weniger Nachfragen, vielleicht einfach, weil man sich so langsam dran gewöhnt hat. Im Backoffice-Bereich, Sie sind jetzt nicht gerade auf Patrouille, weil das ist ja ungefähr das Gleiche wie in Deutschland. Backoffice-Bereich, was muss man da so machen oder was schauen Sie da so genau an? Ja, ich schaue auch in Bezug wieder auf den Patrouillendienst eben, wie die Vorkommnisse, nennt sich das bei uns, bei Ihnen heißt das Rapport, geschrieben wird. Da gibt es natürlich auch Nuancen, Unterschiede in gewissen Bereichen, aber ich denke, grundsätzlich ist auch das gleich. Und die Unterschiede kann man vielleicht mitnehmen, vielleicht kann man was übernehmen, anpassen und für den weiteren Dienstweg mitnehmen. Sehen Sie auch noch etwas vom Appenzellerland auch noch sonst? Also wird Ihnen noch der Brauch da ein bisschen näher gebracht? Ja, also wie gesagt, in der Patrouille kommt man sehr viel rum und jetzt war ja alter Silvester, das habe ich natürlich auch nicht entgehen lassen und da mal ein bisschen reingeschaut. Sehr, sehr schöner Brauch, sehr interessanter Brauch. Also ich kriege hier schon viel mit und mir wird auch viel gezeigt von den Kollegen. Ja, und da fragen wir mal bei den Kollegen aus der Schweiz noch, bei Marcel Wehrlin. Herr Wehrlin, wie macht sich der Praktikant? Der Herr Kalbach macht sich sehr gut und eben, er ist eine ganz gute Art in seiner Person und eben, er ist interessiert und nimmt sich wirklich
Ja, ist interessiert und dort wirklich die Sachen aufnehmen und auch fragen. Und er ist wirklich sehr ein guter Typ. Würde sehr gut zu uns passen. Also, da muss ich schon mal überlegen, ob wir es abziehen. Ich denke, so weit ist es nicht. Da haben wir halt noch andere Hürden. Aber nein, da merkt man auch, dass Herr Kallenbach aus einem ländlichen Gebiet kommt. Und ich glaube, er ist auch vertraut mit ländlichen Bevölkerung. Und er macht sich sehr gut bei uns. Haben Sie die Appenzeller vorgewarnt, dass da ein Deutscher auf einmal auf Patrouille kommt? Wir haben zu Beginn haben wir eine Medienorientierung gemacht und wir haben die Medien informiert. Und da ist wirklich schon bei der Kontrolle, ist da wirklich so gesehen, die einen haben dann wirklich reagiert, sie sind der Herr aus der Zeitung und haben so schon gewusst, was auf sie könnte zukommen. Ja. Lernen auch ihr Schweizer oder eben die Appenzeller draussen oder jetzt etwas von den Deutschen? Also ist das auch ein Austausch? Das ist wirklich auch ein Austausch. Es ist im Rahmen von der Ausbildung, die Herr Kallenbach jetzt macht, aber dort können wir auch mehr profitieren. Es gibt einen Dialog, es gibt Diskussionen und da darf sich der Herr Kallenbach natürlich einbringen und da darf er sich auch einbringen und man kann gewisse Sachen sicher auch Gedanken geben und wo man vielleicht bei uns dann kann einflüssen lassen. Herr Kallenbach, wie sieht Ihre Woche jetzt noch aus? Jetzt sind Sie, glaube ich, noch bis Ende Woche da. Genau, ich habe jetzt noch verschiedene Einblicke in ein paar Abteilungen, wo ich nicht war. Ich war auch nochmal Patrouille, also die Appenzeller Bürger werden mich wahrscheinlich dann der ein oder andere nochmal sehen. Und am Freitag ist dann leider schon wieder vorbei. Sind Sie ein strenger Polizist, die Tür? Kommt drauf an, wer mir gegenübersteht. Nein, also ich denke, das Wichtige ist, dass man bürgernahe Polizei ist. Das ist hier genauso wie bei uns natürlich in Baden-Württemberg auch. Und ich denke, man kann sehr viel mit den Bürgern reden und die meisten verstehen das auch. Manchmal ist es natürlich notwendig, dass man dann eben vielleicht nicht so nett ist, aber der Grundsatz ist, meine Meinung ist, man sollte es so versuchen, dass es für alle gut gelöst werden kann. Wunderbar, also wir wünschen euch noch ganz eine gute Woche im Appenzellerland und euch natürlich noch viel Spass mit dieser Hilfe aus Deutschland. Und ja, wir verabschieden uns hier vom Polizeiposten aus Herisau und lassen die zwei Herren jetzt weiterarbeiten.